Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute wollte ich ja mit euch besprechen oder erzählen über meine Krankheiten, weil sie sich ja auch ein paar auch gewünscht haben, ob ich ein Video machen könnte, mal ein bisschen über meine Krankheit zu erzählen und was es damit macht und was halt mit meinem Körper passiert. So, ein bisschen in Valday. Ich werde jetzt das Rennen hier machen. Und nebenbei werde ich euch jetzt mal ein bisschen über meine Krankheit erzählen. Also meine Krankheit ist, als ich gestreamt habe, habe ich ja erwähnt, dass ich Krankheiten habe. Eine Krankheit ist, dass mein Gehirn sich zurückbildet. Es heißt, ich bin ja 26, also ganz normal 26. Ich rede ja auch ganz normal und so, aber mein Gehirn ist wie 15 quasi. Also, wenn ihr mir was erzählen wollt oder mir was erklären wollt, dann müsst ihr mir zu erklären, als würdet ihr ein kleines Kind erklären oder eure Schwester. Also wenn ihr eine kleine Schwester habt, die so 3 ist und so und ihr müsst ihr so erklären, damit ihr es versteht, so müsst ihr bei mir das auch erklären. Weil sonst verstehe ich das nicht, was ihr damit meint. Und ja. Und die Krankheit ist auch halt kacke, weil es kann noch weiter zurückbilden. Also man weiß nicht, wann das passiert, ob es passieren kann. Also wenn ich Glück habe, bleibt das so, wie ich jetzt bin. Also so, wie es halt jetzt ist. Oder ich kann Pech haben und diese Krankheit kann weiter zurückbilden, bis ich bettlägerisch werden kann. Das heißt, dann kann ich gar nichts mehr machen. Dann bin ich halt wie ein Baby, dann kann ich gar nicht mehr sprechen, dann gar nicht mehr laufen, gar nicht mehr SSO zocken, auch nicht mehr YouTube machen. Und ich kann halt gar nichts mehr. Und ich kann auch nicht mehr selbstständig essen und so. Also wie ein Baby. Also dann muss man quasi mich wie ein Baby quasi füttern. Was halt für mich scheiße ist. Weil ich halt lieber selbstständig sein möchte und nicht, weil ich bin 26 und ich will halt alleine alles können, ja. Und ich bin ja schon bei ein paar Sachen eingeschränkt, was ich nicht selber machen kann. Aber es gibt viele Sachen, die ich alleine machen kann und ich brauche da keine Hilfe, weil ich meine, das kriegt jeder hin, auch ich. Ne? Selbst mit den Kleinsten, auch mit den Bildungen, die ich habe, kriege ich alles hin. Ihr seht ja, ich mache ja YouTube ich bin ja 80% behindert und ich mache YouTube. Und das ist krass, dass ich halt als YouTuber als ich so viel Abonnenten so bekomme und Aufmerksamkeit, weil ich zeige einfach nur den Leuten oder die draußen, zeige ich einfach, dass auch behinderte Menschen, also die Menschen, die halt nicht so gut Behinderung haben, dass sie auch was gut leisten können an YouTube-Stream und so. Und nicht nur gesunde Menschen. Zwar man braucht lange, dass man das versteht, aber man kann trotzdem einen guten Content haben und so. So, und das zweite Krankheit ist, ich habe, was ich mal angesprochen habe, ich habe zu viele männliche Hormone. Das bedeutet, ich muss erstmal zurück sagen, ich war damals als Kind magersüchtig. Und ich war 4, als ich magersüchtig wurde. Da hat man nur Haut und Knochen gesehen. Und als ich von meinem Vater weggezogen bin, also wir, meine Eltern weg waren, ging es ja bergauf dann wieder. Aber dann halt zu schnell. Also da habe ich zu schnell zugenommen. Also richtig schnell. Also ich hatte kaum gegessen und schon habe ich richtig viel zugenommen und ich konnte auch nicht mehr abnehmen. Also das ging gar nicht.
Und dann war mal erstmal, bevor ich in meinen jetzigen Hausarzt war, war ich davor einen anderen. Und ja, und der, und ich habe halt so geschildert, weil ich auch andere Probleme hatte mit meinem Körper. Ich hatte auch Probleme habe damals mit Leber. Also Leber, ich habe sehr, sehr Leberschäden, weil ich halt durch Medikamente, weil ich halt ausprobieren musste, was ich vertrage und was nicht und welche Höhe von den Medikamenten und so. Weil ich musste damals, als ich ich hatte damals auch Herzprobleme gehabt, also nicht als Kind, also so, es war schon lange her. Ich glaube, ich war da so noch, auch wenn wir noch in der Schule, da war ich so 14, ich weiß nicht welche wie alt ich da nochmal war, ich weiß es nicht mehr, ich weiß auch nicht mehr, welches Jahr das war. Ich weiß nur, dass ich da auf einmal erstens Herzprobleme hatte. Ich hatte Beta-Blocker genommen, weil mein Herz zu schnell schlug, also die schlug zu schnell, und der Arzt hat erstmal zwei Möglichkeiten gegeben. Einmal Herzschrittmacher, also operieren, oder Tablette. Es gibt jetzt halt so Tablette, so ein Beta-Blocker, das ist halt dafür da, dass das Herz nicht langsamer schlägt und nicht mehr zu schnell. Und davor, und dann hatte ich auch noch Pille genommen davor auch. Ich hatte ja Pille genommen für die männlichen Hormone, weil ich habe männliche Hormone. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch habe, aber ich hatte halt männliche Hormone gehabt, ganz viel. Und die Pille war einfach nur dafür da, dass ich halt dass die weiblichen Hormone angetrieben werden, dass man versucht, dass die weiblichen Hormone mehr angetrieben werden und so. Und ja, da haben wir das schon. Und ja, und damals dann hatte ich auf einmal Probleme gehabt mit Bauch. Ich hatte so Bauchschmerzen. Ihr könnt ja gar nicht glauben, das hat ein ganzer Bauch gebrannt wie Feuer. Also mir ging es richtig dreckig an der einen Nacht. Das war, wo noch Schule war. Es war leider nicht. Und dann ging es mir so scheiße. Mir wurde kotzübel schlecht und so. Und ich habe erbrochen und so. Und ja, und dann hat der Arzt gesagt, dass die Blutwerte, also er hat davor die Blut abgenommen lassen, zum halt Kontrolle. Ja, und er hat gesagt, dass es die ganze Körper entzündet ist, also das ganze Bauch ist entzündet. Die Blutwerte waren richtig schlecht, Leberwerte schlecht, also es war komplett, also die Werte waren komplett nicht in Ordnung, also es war schlecht einfach. Und ja, dann musste ich für 5 Tage ins Krankenhaus. Ich musste ins Krankenhaus und so. Und es ist halt eine Entzündung. Und das ist, und der Arzt weiß halt nicht, woher das kommt. Und auch mit der Leber, weil ich halt zu hohen Leberwerte habe. Ich habe sehr zu hoch. Also ich trinke ja keinen Alkohol oder auch nichts irgendwie. Also ich habe noch nie Alkohol getrunken und ich werde auch nie einen trinken. Aber ich hatte so einen hohen Leberwert, als hätte ich Alkohol getroffen. So hoch ist es. Also, dass ich so ein hartes Zeug getrunken hätte. Und so hoch ist es, obwohl ich keine trinke. Das war auch so weird. Und die männlichen Hormone, die ihr halt wissen wollt, männliche Hormone sind einfach hormonelle Störungen eigentlich auch. Bei den männlichen Hormonen kriegst du halt, ja, bei manchen paar Stellen Männerhaare. An Beinen. Bei mir ist es sehr stark an den Beinen. Also sieht man an den Beinen und ein bisschen am Bauch, also Bauchnabel. Aber die ist es nicht so schlimm, da rasiere ich das immer weg, dann sieht man das meistens gar nicht. Aber die männlichen Hormone sind halt leider, die verursachen einfach nur männliche Haare eigentlich. Also, dass du als Frau ein paar Haare hast. Und ich hasse Haare. Also, ich sag euch mal, ich hasse Haare und die Pest an meinem Körper, weil ich kein Mann bin. Ich bin eine Frau und ich brauch das nicht. Aber durch die Krankheit ist es halt leider so. Und
ich habe und ich weiß halt nicht, ob ich jetzt noch männliche Hormone habe, das weiß ich nicht. Ich war, die letzte Untersuchung war, dass die männlichen Hormone weg sind. Und ob es jetzt für immer weg sind, weiß ich nicht. Ich hoffe es aber natürlich, dass es für immer weg sind, weil das würde ich mich freuen. Und das Problem ist auch mit Abnehmen. Ich habe ja erzählt, dass ich bei mir das Problem ist mit Abnehmen ist. Das ist halt einerseits auch mit Essen, einerseits auch Krankheit. Das ist also beides. Also ich esse einfach bei manchen zu gerne viel und bei manchen halt gar nicht. Also das Problem ist, das Abnehmen ist einfach nur so. Ich kann zwar abnehmen, aber nicht viel, meinte der Arzt. Also ich kann ja nur 10 Kilo abnehmen. Aber ich werde nie meine Idealgewicht erhalten, also nie meine 50 oder 60 Kilo, also meine ist 50, glaube ich, meiner Größe, weil ich 1,50 groß bin, ist 50 Kilo eigentlich, glaube ich, normales Gewicht. Und das Problem ist es auch, wenn ich was esse, ich esse ganz normal ein Teller und so oder so. Also es gibt halt manchmal, da weiß ich auch mal zwei, manchmal zwei. Also es ist unterschiedlich. Aber wenn ich mal zwei esse, aber dann und abends dann gar nicht. Also ich mache schon Regeln. Ich versuche ja die Regeln einzuhalten. Es gibt Tage, das funktioniert sehr, sehr gut. Es gibt auch Tage, das funktioniert halt nicht. Ne, es gibt so mal Phasen, wo ich sage, oh, es funktioniert halt nicht. Dann, aber an anderen Tag funktioniert es wieder. Also es kommt halt auf Phasen an. Und das ganze Essen, was ich esse, es geht halt über den Körper. Also der Körper arbeitet fast über die Hälfte meines Essens ein und das Rest des Essens, was nicht überarbeitet, also nicht an meinen Körper verarbeitet wurde, geht in den Magen. Und so, und das ist halt der Grund, warum ich halt auch wahrscheinlich nicht so viel abnehmen würde. Aber auch wenn der Arzt das sagt, ich würde das nicht schaffen, ich werde es trotzdem versuchen, mein Idealgewicht zu kriegen. Ich kann es einfach mal versuchen, aber wenn ich dann merke, es geht einfach nicht weiter runter, es bleibt einfach an der gleichen Stelle stehen, das Gewicht, dann ist es einfach so und dann kann ich halt nicht mehr abnehmen als so viel. Und das ist halt leider schade, weil ich mir irgendwann wünsche, dass ich so schlank bin, also dass ich auf jeden Fall meinen Bauch irgendwann mal stramm kriege. Ich muss ja auch ein bisschen Sport machen eigentlich, also Dehnübungen und so. Ich muss ja nicht krass Fitness machen, das reicht schon Laufen. Dehnübungen und halt Bewegung reicht halt ja eigentlich aus, um ein bisschen Muskeln mitzubekommen, um ein bisschen das Bauch stramm zu machen. Weil wenn ich ja abnehme, dann hängt ja das Bauch ja unter und ich will ja, dass das schön stramm ist. Dann muss ich halt Bauchtraining quasi machen, damit der Bauch wieder normal ist und stramm ist. Und das will ich halt versuchen, halt so weit zu kriegen. Also, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich versuch's einfach. Ich trinke jetzt Wasser. Also, das ist mit Geschmack. Also, ich verarsche mein Gehirn. Ich habe mir das Air-Up gekauft. Oder, beziehungsweise bestellt. Es ist gestern angekommen. Und ich trinke jetzt seit gestern das Wasser. Und es schmeckt richtig lecker. Also, das ist Wasser. Es ist mit Geschmack da drin, aber dein Gehirn, also ich verarsche quasi mein Gehirn, man schmeckt quasi den Geschmack auf jeden Fall, also die Frucht, aber man schmeckt Wasser. aber ich finde es richtig lecker, hätte ich nicht gedacht, dass es richtig lecker ist und ich habe noch nie freiwillig Wasser getrunken, aber ich glaube, ich würde ab für jeden empfehlen, der zum Beispiel mit Wasser nicht so gern Wasser trinkt oder nicht so ein Wassertrinker ist oder so oder Wasser langweilig findet, dann für die und die möchten halt nicht so viel Zucker haben oder Kalorien, dann ist das das Richtige für euch.
Also kann ich euch nur empfehlen, also wenn ihr unbedingt, ja, ich will ein bisschen ich weniger Süßes trinken, um ein bisschen, ja, um abzunehmen und so, dann empfehle ich auf jeden Fall R-Up. R-Up ist lecker und es gibt so viele Geschmacksrichtungen. Es gibt Melone, es gibt Ananas, es gibt Mango, Maracuja, es gibt Cola davon, ohne Zucker und ohne Kalorien. Es gibt Eiskaffee, es gibt Heidelbeeren-Geschmack, es gibt viele, viele Geschmacksrichtungen. Es ist echt eigentlich echt schön viel und ja, alles lohnt sich. Also wenn ihr auch die Meinung seid, abzunehmen oder weniger zu trinken, empfehle ich auf jeden Fall R-Up. R-Up ist das Beste. Also ich hab auch nicht gedacht, dass es so lecker schmeckt und dass es doch ein motiviert, doch Wasser zu trinken und mit Geschmack und so und so. Und so nimmst du halt schneller ab, weil ich halt weniger Süßes trinke. Ich zum Beispiel mache ich jetzt so, ich trinke nur beim Essen ein Glas Cola, Rest ist dann Wasser. Also dieses Wasser, genau. Und wenn ich das jeden Tag mache und irgendwann schmecke ich auch das vielleicht auch gar nicht mehr, denn oder schmeckt mir eine Cola nicht mehr, weil Wasser halt, weil ich halt mich dran gewöhnt habe und so, und dann so schnell nehme ich halt schneller ab und dann muss ich auch noch das mit Essen noch regeln, dass ich dann halt zum Beispiel, wenn ich Spätschicht habe, vorher was esse und abends dann gar nicht, weil das Problem ist, bei Spätschicht, ich komme erst spät nach Hause und ich weiß halt immer nicht, weil meine Mutter halt Essen kocht. Und wir versuchen immer vorher Essen zu essen, damit ich halt abends nicht mehr esse. Weil abends essen ist das Schlimmste, liebe Leute. Also wenn ihr abnehmt, abends essen ist das Schlimmste. Also wenn ihr vorhabt abzunehmen, dann rate ich so gegen 18, 19, zwischen 18 und 19 Uhr nicht zu essen. Also es ist ja nur so mein Rat, ihr müsst das nicht machen. Also ihr müsst es nicht so machen, aber das ist halt nur eine Empfehlung. Weil so mache ich das auch und so habe ich schon... Und ich habe das mal gemacht und ich habe unter 80 Kilo geschafft. Ich habe 86 gehabt, aber ich war im Urlaub, dann habe ich wieder zugenommen. Manchmal, Urlaub ist zwar schön, aber dann nimmt man auch ganz schnell wieder zu. So, und ich habe jetzt ein bisschen von meiner Krankheit erzählt und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!